Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Footmess ist da. Das ist ein ganz schönes Trikot, aber ich behalte trotzdem meine momentan, weil, keine Ahnung, ich mag eigentlich die momentan weiß-schwarzen ganz gern und von daher lasse ich nur im Verein. Was wollte ich noch sagen? Wir haben zwei Packs zum Aufmachen, weil wieder die Belohnungen, die Tagesbelohnungen losgehen. Und ich habe wahrscheinlich ein Problem. Ich muss wahrscheinlich wieder 1 Million Spiele am Sonntag machen. Also ich habe jetzt Zeit für ein Spiel. Und dann weiß ich nicht, wie viel ich noch am Samstag schaffe. Also es ist jetzt schon Samstag. Im Übrigen, es ist schon Samstag. Ich weiß nicht, wie viel ich dann noch schaffe. Ich glaube, gar keins mehr. Das ist jetzt das Einzige, was ich. Dann habe ich eins am Freitag gemacht und eins am Samstag. Richtig geil. So, nur ein einziger Spieler. Wir schauen mal, ob der durch Zufall was wert ist. Nein. Verteidigen plus 5. Ja. Alles in den Verein. Und dann haben wir das gleich noch mit dem kleinen Silberpack. Vertrag wäre ganz cool. Oder ein seltener Silberspieler, aber es ist ganz selten der Fall. Deswegen auch seltener. Ja, zwei Verträge, das ist gar nicht schlecht. Und den Fitnesskader nehme ich auch immer gerne mit, weil da brauche ich immer ab und zu eine für den Torhüter. Von daher absolut okay. Also das Silberpack, muss ich sagen, finde ich gut. 600? Okay. Dann stellen wir unseren mal für 400, 500 rein. Das wäre auch okay. 500 Coins für den nicht seltenen Silberspieler. Nehme ich mit. Jetzt geht's aber wieder an den Verein. So. Jetzt geht's aber wieder darum, die Weekend League zu spielen. Auch wenn es sein kann, dass ich jetzt alle restlichen Spiele am Sonntag dann machen muss, was echt super hardcore wird. Und wieder dafür sorgen wird, dass ich wahrscheinlich die letzten Spiele wieder komplett Knülle bin und keinen Bock mehr habe. Ja, müssen wir jetzt natürlich trotzdem versuchen, hier so gut wie möglich zu spielen und ja, neue Verträge. Na, neue Verträge werden echt langsam Zeit. 34, nicht mehr so viel. Wir müssen einfach konzentriert spielen und versuchen, den nächsten Sieg einzufahren. Gut spielen. Noch besser spielen als beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich dann irgendwann die Konzentration verloren. Das habe ich ja gemerkt. Und immerhin war ich dann so intelligent und habe gesagt, okay, wir machen jetzt keine zweite Aufnahme. Also wir machen kein zweites Spiel in der Aufnahme. Und dieses Mal möchte ich auf jeden Fall noch besser spielen. Wichtig, wichtig, wichtig. Nicht einbrechen, nicht zu oft diese flachen Abschlüsse wählen. Da muss ich schon mal aufpassen, dass ich die nicht zu häufig nehme. So, Schwarz gegen Weiß. Oha, oha! Das ist ein merkwürdiges Team, weil Musa hat überhaupt gar keine Chemie, also überhaupt gar keine Verbindung mit als falsche Neun gespielt und eine mega krasse Abwehr und ein sehr gutes Mittelfeld. Also what the fuck? 89er, 88er Innenverteidiger, Modric nochmal im Mittelfeld. Und dann aber Musa ohne Chemie reinstellen. Der dann logischerweise noch schlechteren Abschluss hat, verstehe ich nicht. Aber muss ich auch nicht verstehen. Der kann natürlich trotzdem, wenn er sich eine gute Torschance rausspielt, entsprechend Tore machen. Deswegen. Konzentration. Rennen wir mal durch. Schade. Sehr gut für den Brosinski. Pass sollte auf Kruse gehen, nicht auf Dembele. Gut abgefangen von Vogt. Meine Finger sind ein bisschen kalt, ich merke das, die sind ein bisschen steif. Schön getribbelt mit Brosinski. Immer in die Ecke. Hatte kurz Angst, dass er noch rankommt. Und jetzt Werner, mach mal wieder ein Kopfballtor bitte nach einer Ecke. Das wäre richtig geil. Richtig geil. Schade, in letzter Zeit will Werner irgendwie immer seine Fall- und Seitfallzieher machen, aber das ist auch okay, wenn die reingehen, weil die sehen ja noch geiler aus als die Kopfbälle. Schön gemacht von Vidal.
schade. Ich glaube, Gegner spielt nicht so schlecht, habe ich das Gefühl. Das war ein merkwürdiger Pass, weil da sollte es wohl nicht kommen. Dembele muss dem Ball hier nur entgegengehen. Vidal muss dem Ball nur entgegengehen. Ach krass, da hätte ich gedacht, ich schieße da jetzt. Okay, die leichtere Schusssituation nimmt er nicht. Mit einem Spieler, der wahrscheinlich einen besseren Abschluss hat. Und mit Juan Fran nutzt er dann die Distanzschussmöglichkeit, die natürlich da eher ja, nicht so einfach ist, würde ich sagen. Stellt er irgendwas zu? Nö. Bisher haben wir. Oh, komplett frei. Ich dachte, da wäre noch jemand. Schade. Also er steht in der Verteidigung auf jeden Fall gut, das kann man sagen. Aber er hat halt auch mega geile Innenverteidiger. Abgefälschtes Lagertor, wäre niemals rein. Der normale Schuss, egal. Wir haben noch genügend Zeit, das Spiel zu drehen. Da sollte der Ball natürlich nicht hin. Schade. Da sollte der Ball natürlich nicht hin. Also schön rausgespielt. Der Gegner hat noch niemals in der. Aber das zählt jetzt bitte nicht als verloren, das Spiel. Also meine innere Verbindung ist es nicht. Wer, das zählt als verloren, das Spiel. Wer? Wer, 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 wer? Wer, das zählt als verloren. Wer, das zählt als verloren. Wer? Ich dreh durch. Verdammt nochmal! Beschissenes EA, ey! Dann nehme ich mir extra diese Zeit, um dieses Spiel zu machen. Schieß gerade den Ausgleich und dann. Da stand auch nicht da, dass meine innere Verbindung abgebrochen ist. War meiner Meinung nach diese Aussage, die immer kommt, wenn beim Gegner die Verbindung abbricht oder wenn es ein allgemeiner Abbruch ist. Fick! Was für ein Scheiß, ey! Oh, meine Fresse! Da spiele ich mir gerade den Ausgleich und dann fresse ich direkt in dem Moment. Oh, und jetzt ist sie wieder da, aber wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt wieder passiert. Ich werde es definitiv nicht nochmal spielen. Ich werde vergessen, ey. Was für eine Scheiße, Mann! Oh, jetzt geht der Dreck wieder los. Das ist zum Kotzen. Aber ich habe es halt auch gelesen, dass die PlayStation-Spieler Probleme hatten, also die PS4-Spieler. Und da habe ich auch von einem gelesen, dass der
Ich glaube, ich weiß gar nicht, 2-0 geführt hat oder so. Ich glaube, 2-0 geführt und Spielabbruch. Er war aber definitiv nicht seine Internetverbindung, die war noch da. Und ja, hat es auch als Niederlage gewertet bekommen. Richtig geil, EA. Richtig, richtig geil. Ich habe halt gedacht, dass, ja, ich habe halt nicht geahnt, dass das mir am PC jetzt auch passieren kann. Wieso auch? Die PlayStation-Spieler, die PS4-Spieler, die haben sowieso immer mal Probleme mit Lags und sowas in der Weekend League. Also die scheinen die Server überlastet zu sein, auf denen die spielen teilweise. Das Problem hatte ich eigentlich bisher noch gar nicht in der Weekend League. Und deswegen habe ich nicht mal im Traum dran gedacht, dass mir das auch passieren könnte. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich jetzt logischerweise mir nicht die Zeit genommen für dieses eine Spiel. Hätte ich das halt dann einfach andermal gemacht. Entweder halt wirklich alle 24 am Sonntag, scheiß drauf, oder keine Ahnung. Ich wette mit euch, der Gegner hat genau jetzt so eine Niederlage bekommen. Ey, das ist. Oh. Da spiele ich mir den Ausgleich raus, vor allem ich spiele mir den Ausgleich raus. Der Gegner hat nur ein verfluchtes Lacker-Abpraller-Tor geschossen. Und dann bricht die Verbindung ab, wo ich auf jeden Fall nichts für kann. Zu 100% ist meine Verbindung, meine Internetverbindung nicht weg gewesen. Es war kein 24-Stunden-Disconnect. Und jetzt kriege ich hier so eine verfluchte Niederlage reingedrückt, ey. Zum Kotzen. Verfluchtes EA. Die sollen das einfach hinbekommen, dass wenn die Probleme mit dem Server haben, dass entweder man gar nicht spielen kann, damit man keinen Abbruch bekommt, oder dass wenn man spielt und einen Abbruch bekommt, dass es definitiv ein nicht als Niederlage angerechnet wird. Naja, zum Glück muss ich jetzt kein, oder zum Glück habe ich gar nicht die Zeit, jetzt noch ein weiteres Spiel zu machen, weil ich reg mich natürlich jetzt einfach sinnlos auf. Eine Niederlage, ey. Wenn ich am Ende 17 Siege habe und dann diese eine Niederlage wieder entscheidend ist, drehe ich echt durch. Das ist zum Kotzen. Ich meine, die eine Niederlage ist so oder so entscheidend. Das spielt gar keine Rolle, weil die ja auch am Ende des Monats eine Entscheidung sein kann. Mann, mach's gut, bis zum nächsten Mal.